Es ist wirklich, die Deutschen sind zurzeit verrückt nach Geschichte. Ja, das hat man ja schon gesehen beim ZDF. Ja. Die Doku am Sonntag und auch am Dienstag. Am Dienstag? Gigantische Quoten. Und ja, bei mir war es eigentlich so, ich wollte eigentlich in den Buchladen jetzt mal gehen, mir so ein Buch über WLAN kaufen. Und da habe ich mich ein bisschen vergriffen und habe das Buch von Hans-Ulrich Wähler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, aus Versehen gekauft. Statt WLAN? Statt WLAN. Wähler statt WLAN. Ja, ich habe gesagt, haben Sie WLAN? Und dann kam man mit dem Buch direkt hier um die Ecke mit. Und das ist ja wirklich sehr interessant, gerade was man über die deutsche Gesellschaftsgeschichte von Hans-Ulrich Wähler alles lernen kann. Und da habe ich mir gedacht, ich habe das Wochenende frei, bin ich auf Tour und nix. Da kann ich doch einfach mal ein bisschen was zusammenbauen, dass wir den Leuten das mal näher bringen können, was diese deutsche Gesellschaftsgeschichte überhaupt bedeutet. Natürlich, das sind doch Millionen, die sagen, dieses Buch wurde mir im ZDF empfohlen. Und das lese ich. Es ist ein Buch, an dem vor allem auch Frauen ein Tränchen verdrücken können. Ganz kurz, das müssen wir vielleicht aufklären an dieser Stelle. Ich habe heute gelesen müssen, Gerüchte, dass du zum ZDF wechselst mit einer Lesesendung. Nein, ich habe das auch gerüchteweise erfahren. Alles klar, gut. Aber wir haben hier unsere Sendung und so weiter. Ich habe es nur gehört, aber definitiv gibt es da keinerlei Kontakte. Und wir haben, wie der Zufall es so will, einen kleinen kurzen Beitrag zum Thema deutsche Gesellschaftsgeschichte für Sie vorbereitet. Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Ja, wie gesagt, ausgehend von dem Buch von Hans-Ulrich Wähler, das ist der fünfte Band, 25 Jahre hat er an allen fünf Bänden gearbeitet. Und wenn Sie alle fünf Bände kaufen, dann gibt es, glaube ich, sogar das preislich günstiger vom Verlag, habe ich gelesen. Ich habe das dann auch schnell durchgearbeitet, das Buch, nachdem Olli mich angerufen hat, Mensch, lies dir mal dieses Buch durch. Das ist ja wirklich genau unser Thema zur Zeit. Und das Wichtigste ist, das wissen Sie natürlich alle, man muss im Grunde schon mal städtemäßig umdenken. Ja, wenn man Sie bisher gefragt hätte, wo sind die Geistesgrößen, ist das Königsberg, ist das Harvard, ist das Rom, ist das Stanford? Nein, die Stadt, in der wirklich gedacht wird, dass es pfeift, ist Bielefeld. Bielefeld am Teutoburger Wald, das kennt man, berühmt durch das Hermannschlachtdenkmal. Warst du da mal dort mit Schulausflügen und so weiter? Ja, das geht ja so Richtung Frankreich. Ja, und der Arm. Der Arm natürlich Richtung Frankreich. Und ich kenne das auch von der A2, kann man da sehen. Bad Eisen wird immer viel gebaut, steht man lange. Und da kann man ja praktisch das schon vom Weiten sehen. Dann sieht man das Denkmal von der Stadt aus. Gut sehen kann. Bielefeld sitzt, das haben wir vielleicht noch ganz kurz, eines anständigen deutschen Unternehmens, das wir aber unkenntlich gemacht haben, damit es nicht erkannt wird. Und, wie gesagt, Biele, für dich als Fußballfan? Die Alm natürlich, mittlerweile Schüco Arena. Oh, ja. Was ist Schüco? Schüco ist ein Solarenergieunternehmen, was hervorragend arbeitet. Kriegst du Geld von denen? Oder? Nein, leider nicht, aber vielleicht jetzt. Und wie gesagt, das hier, meine Damen und Herren, ist die Bielefelder Schule, wo eben dieses Institut für Sozialgeschichte arbeitet, von Professor Wähler. Sie kennen vielleicht den Satz, sehen wir uns nicht in dieser Welt, dann sehen wir uns in Bielefeld. Der ist aus einem Stück von, richtig, Karl Zuckmayer. Da sind schon mal die ersten 50 Euro. Ganz wichtig, dass Sie Bielefeld, die Sozialgeschichte, nicht verwechseln mit der Soziologie Niklas Luhmann, die auch dort stattgefunden hat. Berühmtestes Zitat, eben die Selbstreferenzialität des Mediums. Was erzähle ich dir das? Ja, ich habe mir in diesem Satz nie was vorstellen können. Es heißt im Grunde, dass sich Talk-Moderatoren jederzeit gegenseitig wieder einladen und im Fernsehen nur über sich selbst geredet wird. Aber das ist ja bei uns anders. Hier ist also Professor Wähler, der früher mal Sportler war, Mittelstreckler, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und der jeden Morgen, um sich fit zu halten, für die Geschichte schwimmen geht im öffentlichen Freibad in Bielefeld. Unmittelbar vor seinem Haus. Es muss so sein, dass er aus seinem Haus in das Freibad schauen kann. Woher wissen wir das? Vom großen Interview mit dem Chef des Feuilletons der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Patrick Barners und Professor Wähler, in dessen Büro. Dort wurde befragt zu diesem Thema, und das Interessante ist, es ist eine Fülle, das werden Sie, es gibt Serien dazu im Fernsehen, es gibt Begleitprogramme, es gibt Sonderzeitschriften, die sich damit befassen. Das große Thema jetzt auch in Frankfurt nochmal bei einem Kongress war im Grunde, wenn das, was Professor Wähler schreibt, Musik wäre, ja, sagt Soziologe Heinz Bude, wir haben ausführlich darüber gesprochen, klar, dann wäre das im Grunde eine Mischung aus Stockhausen und James Last. Ja. Viele sagen, wer war James Last? Richtig. Ja?
Wir haben das für Sie mal ausgearbeitet. Helmut, lass doch mal bitte mal hören. Das ist Stockhausen. Ist das Stockhausen? Ja. Ja. Könnte aber auch. Vielleicht mal James Last dazu, dass wir da mal das. TV Total. Ja, okay. Da ist das die Musik, da kenne ich ja. Ich finde, das macht die Vorstellung ein bisschen einfacher. Ja. Ja, wenn man sagt, eine Mischung aus Stockhausen, wobei man sagen muss, Klaus Harprecht, bekannter Nürtinger Dönhoff-Biograf, schon wieder ein Buch, das wir empfehlen, hat dann in derselben Veranstaltung gesagt, er kennt einen Tontechniker, der immer Stockhausen gehört hat, der dann in psychiatrische Behandlung gehen musste und zum Schluss nur noch Mozart gehört hat. Heute würde man fast sagen Mainstream, bei allem Respekt vor dieser Erkrankung. Heute wäre es fast normal, dass man sagt, jemand hat immer Mozart gehört, ging dann in psychiatrische Behandlung und hörte am Schluss nur noch Stockhausen. So ändern sich die Zeiten. Das ist das große Thema, das streifen wir nur kurz, das ist wirklich allgemein bekannt. Historismus gegen Strukturalismus. Ist das für Sie im Weitesten okay oder soll ich es nochmal kurz erklären? Reiß es kurz an. Historismus, im Grunde, ich sag mal, mit Geschichte ist vielleicht hier, ich sag's mal mit dem DFB. Ja, Historismus heißt, es sind die großen Männer. Klinsy, Franz, Lothar Matthäus, Berti Vogts, die Fußballgeschichte gemacht haben. Klar. Strukturalismus heißt, der DFB ist für immer. Da wird mal ein Yogi reingeweht, da wird mal ein Bierhoff reingespült, da gibt's mal einen Mertesacker. Aber der DFB ist die Struktur, die bleibt und ist eigentlich entscheidender als große Einzelleistung. Ist das im Wesentlichen richtig? Ich würde es nicht besser erklären können. Das heißt ja nicht, dass es richtig ist. Ja, aber ich stimme dir zu. Ja, könnte vielleicht ein Fehler sein, aber ich glaube, so ist es. So, viele sagen jetzt, Moment mal, da gibt es doch den großen Widersacher von Professor Wähler, der ist wer? Heinrich August Winkler. Natürlich, diesen Namen kennen wir mit seinem Buch Der weite Weg nach Westen. Was im Grunde bedeutet, als die Sowjetunion und das Imperium zusammengebrochen ist, das war das Ende der Geschichte. Da höre ich jetzt natürlich viele sagen, Moment mal, Ende der Geschichte, ist das nicht Fukuyama? Von dem habe ich noch eine Handtasche. Ja? Da haben wir uns auf dem Bergtoch fotografieren lassen. Das spielt hier nur am Rande rein, sondern Ende der Geschichte, deutscher Sonderweg, bedeutet im Großen und Ganzen was? Posthistorie. Ja, oder Posthistoire, je nachdem, wie man das sieht. Es bedeutet eigentlich, dass im Grunde im 19. Jahrhundert Bürgertum und Adel in Deutschland nicht wie in Frankreich oder England auch demokratisch gedacht haben und Reformen vorangetrieben haben, sondern sonderwegsmäßig im Grunde gedacht haben, wir besitzen die alten Traditionen, wir sichern die alten Beschützungen und so weiter, das werden Sie alles kennen. Bis zu wen, genau. Ja. Er hier. Kennen wir. Bismarck. Dauert ein bisschen, weil man natürlich auf Hering kommen muss. Wenn Sie hier gesagt haben, was, Sardine, tun Sie ein bisschen schwer mit dem Ratespiel. Ja? Hering. Bismarck, Kaiser Wilhelm, das ist eigentlich der Beginn des langen 20. Jahrhunderts, historisch gesehen, das dann reinspielt bis in dieses Kapitel hier. Das ist das dunkle Kapitel der Geschichte. Das ist unser dunkles Kapitel der deutschen Geschichte. Du kennst. Ja? Na. Mit? Ich kann das Auto. Ah. Was ist das für ein Auto? Das ist ein guter alter Mercedes. Ein Mercedes? Ja, also ich glaube, der Führer ist damals gerne Mercedes auch mal gefahren. Ja, das war so, also im Grunde. Das war ja praktisch ein Volkswagen im weitesten Sinne. Damals hieß ja auch Wolfsburg noch anders. Richtig. Ja. Wie? Nämlich Feld, Acker. Da war ja nichts groß, oder? Ich glaube, Hermann Göringstadt. Ich verwechsel das mit Salzgitter. Moment, das war ja auch so eine Idee von ihm. Wirklich? Salzgitter war auch so ein Zusammenschluss von mehreren Dörfern, die dann praktisch eine Stadt werden sollten. Ah, verstehe. Ja, wegen der Verwandtschaft weiß ich das. Wir haben das, schauen Sie sich das mal hier genau an. Ja, der Hund Blondie. Und schauen Sie bitte auf den Fahrer. Und ich erlaube mir wirklich, für die gebildeten Stände, die so oft von uns enttäuscht wurden, hier das hammermäßige literarische Anspielbeispiel. Der Tod ist ein Chauffeur aus Deutschland.
Das müsste für einen kleinen Nachdenker zwischendurch genügen. Wie gesagt, und jetzt kommt die zentrale These im Buch von Professor Wehler. Er sagt, die Deutschen sind im Grunde ein Supervolk. Leistungsbereit, top Laktatwerte, kennen die Laufwege, sind absolut spitze. Leistung, 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 Leistung. Dann kam der Führer, hat diese Leistung missbraucht. Ja? Plötzlich war der Führer weg. Keiner wusste, wo ist er. Die Deutschen standen da, leistungsbereit und haben gesagt, okay, wir haben jetzt 12 Jahre lang Nazis geleistet, jetzt sind die Nazis weg, jetzt leisten wir Wiederaufbau. Das heißt, der Wiederaufbau war entnazifizierte Nazi-Leistungsbereitschaft. Richtig. Ja? Das heißt, man muss erstmal sagen, vielleicht erst hier, in der dunklen Geschichte, Flugreisen mit Stuka, Kübelwagen, Panzer, El Alamein, Stalingrad, Paris. Und dann, als die Nazis weg waren, dreh's mal bitte um, gerne. Im Grunde dieselben Reiseziele, aber mit anderen Autos. Ja, Paris, Costa del Sol, Venedig, die 50er Jahre. Man kann eigentlich sagen, statt Knobelbecher kamen dann Flipflops. Es war dieselbe Energie, aber ohne diesen bösen Nazis, die uns dann reingerissen haben. Dann kam der Wiederaufbau, das kennen wir. Das war Volkswagen, das waren die Trümmerfrauen, das waren unsere Freunde. Da wird festgestellt, prozentual gesehen, die höchste Scheidungsrate in der Geschichte. Warum? Es war so, die Frauen haben die Sache im Grunde gut im Griff gehabt. Ja? Man hatte irgendwie 12 Kinder, war alleine, der Mann war weg. Auf einmal hört man es klopfen an der Tür. Ja? Fatih ist wieder da. 8000 Kilometer aus Sibirien dauert eben eine Weile. Jetzt sitzt man mit der Familie da. Obama aus Ohio spült. Man versucht sie im Grunde noch mal zusammenzuraufen, aber es funktioniert nicht mehr. Scheidung. In dieser Zeit mit die höchsten Scheidungsraten überhaupt. Dann, kurz darauf, Gründung der DDR. Da sagt Professor Wehler, hat nicht funktioniert. Das System im Grunde war ein Irrtum. Und ja, es wird mehr oder weniger bezeichnet als Fußnote. Man kann deswegen sagen, gute Filme, aber sonst nicht funktioniert. Ab in den Mülleimer der Geschichte. So, dann kam kurz drauf die 50er Jahre. Da warst du noch gar nicht geboren. Nee, kurz davor. Danach, meine ich. Das war natürlich das Wirtschaftswunder, ja, was wir hier durchlebt haben, was wir hier auch einmal dargestellt haben. Die langen 50er Jahre, wie es auch in dem Buch heißt. Ja, warum eigentlich die langen 50er Jahre? Ja, weil praktisch dieses Wirtschaftswunder fast bis in die Ende der 60er hineingereicht hat. Ja. Und dadurch ist eigentlich die 50er nie aufgehört haben mit diesem Boom. Im Grunde wurde das Wirtschafts- oder die langen 50er Jahre beendet durch die zentrale Figur, auch heute noch Helmut Schmidt, Zeit. Herausgeber, der also eine Art Megaphilosoph mittlerweile geworden ist und der die Bundeswehr als Bürger in Uniform neu herangeführt hat. Der zentrale Mann der 50er Jahre für unser System, Professor Ludwig Erhard. Das ist übrigens das Interessante, da sagt Lord Ralf Dahrendorf, und ich habe es gar nicht gesehen, du hast mich kürzlich darauf angesprochen, am Kaffeeautomaten. In einem anderen Gespräch mit Patrick Barnes sagt Lord Ralf Dahrendorf, dem im Grunde das Buch von Professor Wehler ein bisschen zu strukturell und ein bisschen zu statisch und ein bisschen zu wenig sozusagen auf die Veränderung von gesellschaftlichen Schichten, die an der ganzen Entwicklung vorbei auf einer Woche doch eine Entwicklung machen und dann immerhin das Ganze gewinnen. Der sagt, interessante Frage, was passiert eigentlich mit dem Geld von unseren Reichen? Warum erforscht das keiner? Unsere Multimillionäre, die legen das Geld ja nicht unter die Matratze, sie kaufen Yachten. Sie haben 20 Mann Besatzung auf der Yacht, die Yacht muss 24 Stunden einsatzbereit sein, falls Multimillionäre mal 3 Stunden im Jahr schippern möchte. Sie haben Personal. Wie tickt dieses Personal der Superreichen? Das wäre also, falls Sie gerade über eine Diplomarbeit schwitzen, mal ein schönes Thema. Unsere Reichen und ihr Personal, 400 Seiten, müsste eigentlich reichen für eine erste Prüfung. Wer sagt, und ich weiß, dass viele sich ärgern sagen mit der DDR, in dem Mülleimer der Geschichte, es war ein bisschen hart, kein Problem, wir hatten ja auch die 68er. Hier ist im Grunde die Erkenntnis aus der Arbeit von Professor Wehler, 68er war regional begrenzt, das war ein bisschen Frankfurt, ein bisschen Berlin. Es war im Grunde Mittelschichtskinder, die auf Arbeiterkinder eingeprügelt haben. Rudi Dutschke, der überwiegend vor Nackten sprach, das war damals Pflicht, dass man nackt zu den Vorlesungen kam. Demonstranten, dann hatten wir hier den Untergrund, damals noch friedlich. Das sind auch Leute, die es später im Grunde, obwohl sie damals gegen die Bullenschweine gekämpft haben, doch geschafft haben. Im Grunde muss man sagen,
Viele, die heute in der Business Class die Plauze auf den Nebensitz wälzen, waren damals im Straßenkampf. Ja? Generation Joschka, Generation Rezzo. Da kann man auch generell sagen, die 68er aus Sicht von Professor Wähler, ähnlich eine Fußnote der Geschichte und wie die DDR. So, dann hatten wir die 70er Jahre. Was war das Entscheidende in den 70er Jahren? Die Ölkrise. Ja. Da kann ich mich jetzt langsam dran erinnern. Das war nämlich dann praktisch Ende der 70er. Der autofreie Sonntag war natürlich auch ein großes Thema, als die Scheichs praktisch den Hahn mal zugedreht haben. Und gehen wir direkt weiter zum nächsten, oder? Ja. Oder willst du noch ein bisschen erklären? Nee, ach, das ist... So in der Schule? Ja, Hahn. Na, Oliver? Ja. Das ist immer... Was sind denn... Ja, das ist... Nicht aufgeregt sein. Das ist immer dann, wo man eine Bombe kriegt und dann weiß, man hat sich nicht direkt darauf vorbereitet, aber möchte man dachte, auch was sagen. Man dachte, es kommt sagen. Was anderes dran. Ja, genau. Das war mit der 8. Dann war Scheichs halt, das war 1974, 7. Dann war, meistens hilft einer aus der Klasse. Bitte. Dann, 77. 77 kam das mit dem, und das waren dann autofreie Dienste. Wochenende? Sonntag war das. Ich bin echt so aufgeregt gerade. Ich hab echt gelernt, das ganze Wochenende, aber dann habe ich halt diese... Du hast gedacht, Barbarossa kommt ja, dran. Ja, da war ich echt... Oh Mann, das ist übrigens das Thema in der nächsten ZDF-Geschichtssendung, Barbarossa. Da bleibe ich dran. Also der Kaiser, nicht das Unternehmen Barbarossa, das kommt dann später. Letztes Mal war, glaube ich, Thema Ballack. Nee, Canossa. Canossa. Heinrich der Vierte, haben Sie das gesehen? War das geil? Vor Papst Gregor den Sechsten im Schnee, so, mit so, solchen Zittern. Weil es so kalt war. Ja, mach immer kalt. Ja. Im Schnee, mach auf, Yogi. Und so, das war irre. Am Sonntag gucke ich wieder Barbarossa. So, dann sind wir eigentlich mehr oder weniger in der... Habe ich was vergessen? Nee, bis dato war alles sehr, sehr gut. Okay, du prüfst das. Naja, wenn da irgendwas ist, okay. Dann bin ich ein Waschmaschine, ein Globus, ein Waffwürfel, ein Frage... Ach nee, das war am laufenden Band. Das hier war jetzt im Grunde die Zusammenfassung der letzten 10, 15 Jahre, kann man sagen. Und zwar, sagt Professor Wähler, unsere Gesellschaft gliedert sich eigentlich in drei, wie soll man sagen, Systeme. Kaufrausch. Tourismus. Massentourismus. Und allerdings noch in der Zeit, als im Grunde auch Terroristen mitgeflogen sind, und da sieht weil man die Gefahr noch nicht kannte. Hier ist natürlich der Terrorist. Ja. Das ist eine Kölsche. Hallo. Das stimmt, ja? Gürtel. Und hier die Spaßgesellschaft. Die Freizeitgesellschaft, rotes Klavier. Elton John, oder? Ich glaube auch, ja. Die mit einer sehr. Ja. Habe ich am Sonntag in Dreisat gesehen, 15 Uhr Elton John Konzert, und zwar nach Norma Jean, Goodbye England's Rose, kommt bei ihm Pinball Wizard. Wie so ein Flipper. Ja, eben. Ja. Habe ich weitergeschaltet. So, ja. Und ganz wichtig, hier der böse Bootlegger, wie das heißt. Auch schon damals dabei gewesen. Ja, die nichts bezahlen, die sich einfach alles heimlich runterladen. Jetzt kommt ein ganz zentraler Begriff von Professor Wähler, der Oliver Pocher, oder wie er international auf Konferenzen heißt, Olivier de Poche, wahnsinnig fasziniert hat. Und zwar der sogenannte Fahrstuhleffekt. Das heißt, warum gab es eigentlich nie eine Revolution? Warum haben eben die Leute, die kein Geld haben oder wenig Geld verdienen, nie gesagt, jetzt reicht es uns, jetzt machen wir Revolution durch den sogenannten Fahrstuhleffekt? Wir haben es Ihnen anhand des Showgeschäfts mal vereinfacht. Oben haben wir Oberschicht, präsentiert jetzt durch Thomas Gottschalk und Johannes B. Kerner. Ja. Mittelschicht durch uns beide. Ja. Und die Unterschicht durchs Privatfernsehen, wir haben jetzt einfach mal Markus Lanz als Beispiel genommen, der es geschafft hat, aber aus dieser Unterschicht herauszukommen. Richtig. Und zum ZDF zu kommen. Und deswegen ruhig hält, weil der sogenannte Fahrstuhleffekt bedeutet, auch die schwachen oder mittleren Einkommen haben im Grunde, als es noch 10-12% Gehaltserhöhung gab, immer ein bisschen profitiert und sind sozusagen im Fahrstuhl vielleicht nicht ganz nach oben gefahren, ja, aber immer ein bisschen mit. Das ist jetzt vorbei.
Und jetzt könnte es passieren, dass sozusagen die Klassengesellschaft extrem wiederkommt. Sie war ja nie ganz weg, aber dass sie immer wieder sich neu generiert. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Klassen sich intern erkennen. Es gibt im Grunde verschiedene Klassen, die eigentlich immer gleich bleiben. Ich sag mal Adel. Ja? Dem Adel kann es wurscht sein, ob da gerade eine Monarchie, eine Diktatur oder irgendwas ist. In irgendeiner Form bleibt man immer adelig. Das werden Sie kennen aus dem adligen Bekanntenkreis. Burberry-Jacke, hochgeklappter Polokragen. Da ist eigentlich das politische System wurscht. Ja? Gel in die Haare rein, kleines affiges Ringchen. Der Adel zieht gesellschaftlich durch. Warum? Weil er reich geboren ist. Ja? Mit einem goldenen Löffel im Mund. Mindestens, sage ich mal. Naja, ja, wenn nicht noch woanders. Richtig. So. Das heißt also, der Adel ist genau wie die Leute ganz unten, die bleiben immer da. In der Mittelschicht kann man sich mal wechselseitig die Rübe einschlagen, aber ganz oben und ganz unten tut sich nicht allzu viel. Deswegen haben wir auch hier sozusagen die Leistungselite. Das ist so Abteilung am Kanzleramt rütteln, ich will hier rein. Ja, es schaffen vereinzelt einige Ausnahmefiguren, aber im Großen und Ganzen ist es doch einfach so, dass zum Beispiel die Spitzenjuristen und die Spitzenbeamten oder auch die Militärelite, die wir hier sehen, die bleiben immer die gleichen. Das heißt, da wird es dann ein bisschen mit Prozenten über ein paar Seiten sehr, sehr kompliziert. 36% der Spitzenbeamten, die 76% der Richter an Oberlandesgerichten stellen, haben schon 19% Frauen geheiratet, die zu 4% schon auf 95% der Familien kamen, die seit 1,7% aller Jahre diese Jobs inne gehabt haben. Versteht sich? Da tut sich nicht allzu viel. Ja. Ganz wichtig ist, die Zeit war eigentlich, die Geschichte kann man sagen, vorübergehend abgeschlossen mit der deutschen Einheit. Das ist richtig. Damit war, da hört ja das Buch dann praktisch auch auf mit 1990. Das war damals der glücklichste Tag in unserem Leben, als dann praktisch die Mauer weg war. Also im Leben von vielen von uns. Ja, ja, klar, wer es noch erlebt hat. Ja. Und das war ja praktisch dann die Wiedervereinigung, die das große Highlight praktisch dann war, auch am Brandenburger Tor. Wir wissen damals noch, die Scorpions waren praktisch der Soundtrack zur Wiedervereinigung. Die Mauer eingepfiffen haben, kann man sagen. Die haben sie eingepfiffen und David Hasselhoff hat sie dann letztendlich platt gemacht mit seinem Auftritt damals. Und was Sie hier gut sehen können, ist ein weiterer zentraler Begriff, der Habitus. Das heißt, die Brüder und Schwestern, die aus dem Osten rübergekommen sind, sind von der Kleidung, von der Sprache, von den Urlaubszielen ähnlich wie zum Beispiel, wenn man stellvertretend den Kapitalisten überhaupt nimmt. Das heißt, einmal Duck, immer Duck. Ja. Die erkennen sich an den Klamotten, die erkennen sich an der Sprache, die erkennen sich an den Uhren, die gehen zusammen auf dieselben Schulen. Da können sie als normale Ente strampeln, wie sie wollen, da werden sie nie hinkommen. Das ist im Wesentlichen nur leicht vereinfacht. Der Inhalt des 5. Bandes der deutschen Gesellschaftsgeschichte von Hans-Ulrich Wehler, sehr empfehlenswert, aber die Geschichte geht weiter. Heute hat der neue bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer sein Kabinett vorgestellt, unter anderem auch die Nachfolgerin für ihn in Berlin als Landwirtschaftsministerin, Ilse Aigner. Herzlichen Glückwunsch und toi, toi, toi. Und wir verabschieden uns ein bisschen von liebgewordenen Stars der bayerischen Politik, die uns in den letzten Jahren doch ans Herz gewachsen sind. Dem Partylöwen Günther Beckstein verdankt Deutschland die nobelpreiswürdige Erkenntnis, dass man nach zwei Masken hier noch Auto fahren kann. Trotzdem musste er Hotte Seehofer Platz machen, bloß weil der mehr Tinte auf dem Füller hat. Jetzt kann Beckstein wieder seiner Leidenschaft frönen. Den Filmen von Martin Sorkese. Wir sagen Tschö, Becky. Und vielen Dank für naja, so halt, weißt du? Aber freuen wir uns über das Comeback einer anderen Ulknudel. Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, die Frau mit den 32 Buchstaben. Wo immer sie auftritt, sorgt sie für Spaß und gute Laune. Und das ist ein Paradigmenwechsel. Wahnsinn, der Hammer. Denn Merkel steckt ganz tief im Dreck die Karre, kommt die Rettung stets durch Schnarre.